geht's? Sind wir schon da, Freddy? Bald. Es ist wirklich nett von deiner Cousine Calico, uns auf ihre Schweinefisch-Ranch einzuladen. Sie wird sich über die Hilfe freuen. Es ist schwer, eine große Ranch so ganz alleine zu führen. Ob wir vielleicht Cowboyhüte tragen dürfen? Ich glaube, unter einem Cowboyhut sieht man dich gar nicht mehr. Komm schon, weiter! Ich bin aber schon gewachsen, Freddy. 2,5 Zentimeter mindestens. So, Hallihallöchen, Leute, und willkommen bei einem weiteren aufregenden Projekt von mir. Wie ihr seht, hier Freddy Fisch. Nachdem wir Spyfox durch haben, dachte ich mir so, nachdem ich jetzt ein wenig zu lange schon wieder nichts gemacht habe, könnten wir uns ja mal diesem kleinen Spiel hier annehmen. Ich glaube mal, das wird nicht viel länger werden als Spyfox. Aber halt einfach mal gucken. Wie ihr ja schon gesehen habt, am Anfang ist wieder von denselben Entwicklern und hier und da und tralala. Und mir wurde ja nahegelegt von dem guten Felix Pointman, dass ich doch diesmal bitte daran denken soll, alles Mögliche, was anklickbar ist, anzuklicken. Und wir sind natürlich so freundlich und werden diesen Wunsch natürlich entgegenkommen. So, dann wollen wir mal nicht lange schnacken, sondern einfach mal direkt mit dem ersten Shipment. Wir können sogar die beiden anklicken. Ach Gott, das schreit nach viel Interaktion und viel Geklicke. Felix, ich spüre, dass ich wegen dir Stunden oder Minuten einfach nur damit verschwenden werde, irgendwelche Sachen anzuklicken, mir anzusehen und ja. Okay, legen wir einfach mal los. So, wunderbar, das Schweinchen. Oh, sogar in Farbe. Mensch, hast du nicht gesehen, du. Oh, Wunderbärchen. Ja, Hula Hoop. Was machen wir hier? Oh, Hotdog. Oh. Ah. Oh, ein Eis. Kommt da noch irgendwas anderes bei rum, außer Hotdog und Eis? Oh. Scheinbar nicht. Ja, Prost Mahlzeit. Oh. Nee, ich glaube, da kommt nichts anderes bei rum. Was macht der Kaktus? Jo, er gönnt sich erstmal. Alles klar. Surfbrett. Alles klar. Oh, Jackpot. Welches Surfbrett hat euch denn am besten gefallen? 1, 2 oder 3? Gucken, was haben wir denn? Oh ja. Jo, die gönnen sich auch erstmal und tratschen erstmal oder erzählen sich dumme Witze. Gucken, was können wir denn... Stell dir vor, Lukas, bald werden wir richtige Rancharbeiter sein. Ich kann's kaum abwarten, dass es losgeht. Ich auch nicht. Ich käme mir viel mehr wie ein Cowboy vor, wenn ich einen Hut auf hätte. Keine Sorge, wir besorgen dir einen. Ach, Lukas, ich bin froh, dass du dabei bist. Ich bin auch froh. Mir gefällt der Wilde Westen. Jetzt brauche ich nur noch einen guten Hut. Hey Freddy, wie groß ist eigentlich ein Cowboy-Hut? Ich glaube ungefähr so groß wie wir beide zusammen.
Aber das sehen wir, wenn wir erst einmal dort sind. Wow, Lukas! Du bist so ungefähr der beste Freund, den ein Fisch haben kann. Oh, danke. Jo, erstmal anmachen. Auf. Okay, vertiefen wir das nicht weiter. Schwimmen wir weiter? Da ist die Ranch von Cousine Calico. Ich brenne darauf. Jupp, da ist die Ranch. Ich könnte jetzt einfach so dreist sein, Felix, und jetzt einfach weitergehen und alles, was hier ist, ignorieren. Einfach nur, um dich zu triggern. Aber noch mache ich das nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, vielleicht mache ich das einfach mal. Bei irgendwelchen heftigen Shit, wo ich noch weiß, dass da irgendwas Krasses kommt, dann ignoriere ich das einfach. Ja. Oh, hier haben wir den heftigsten Shit EU-West. Ah, Blumen. So, wunderschön. Yeah. Home Run. Ja, hier. Ah. Können wir Plätze tauschen? Ah. Ja, ich weiß, was hier kommt, und das kann jetzt einige Minuten dauern, bis wir das alles, glaube ich, durch haben. Zeiten hier im weiten Meer. Du wirst sehen, nirgendwo auf der Welt ist es so schön wie im weiten Meer. Ridey ride, lass uns einfach losziehen und nicht lange warten. Ohne großes Ziel, ohne bunte Karten, es gibt viel zu sehen, also lass uns starten. Ins weite Meer, yeah, yeah. Ins weite Meer, okay. Yo, heftiger Song, auf ins weite Meer. Wir hören uns nichts an, wir hören auf die Dudes und einfach los. Ja, wenn das so einfach wäre, ansonsten hält mir Felix ewig Vorträge. Du hast nicht alles angeklebt, mach das nochmal. Ich hab ne Gitarristin, Bäuerin, ne Putzfrau und ne Schneiderin. Ne Frau, die was vom Bau versteht, ne Köchin, die mit der Mode geht als Mann. Ich liebe dich, Mama. Heftig. Immer nett, immer pünktlich zu jeder Tageszeit. Auch zum größten Kriegskram höflich und stets hilfsbereit. Oh yeah! Und schlau ist er noch dazu. Hört den Rat von seiner Mutter und hilft gern seinem Dad. Man muss ihn einfach mögen. Billy ist wirklich nett. Arme hast du acht, das sieht seltsam aus, wenn man Flossen hat, wie bei uns zu Haus. Noch verrückter scheinen die Saugnäpfe zu sein, doch du trägst die Augen seitlich am Kopf. So wie ich, genau. Wenn
Kinder hast, frisst du frischen Tang, schwimmst wie ich durch den blauen Ozean. Eigentlich bist du genauso wie ich. Gewinnt bestimmt die Misswahl. Sie ist ein hübscher Rochen, doch ihr Essen ist die reinste Qual. Sie kann überhaupt nicht kochen. Heimlich füttere ich seit Wochen meinen Hund heim mit ihrem Mittagsmahl. Braver Junge. Eines Tages kam ein Fremder bei uns an. Finster war sein Blick, ein Blick, der töten kann. Kein Laut war zu hören, jeder spürte die Gefahr. Bei dem sitzt jeder Schuss, ja, das war uns allen klar. Er war ein Kopfgeldjäger und kalt war sein Blut. Ihr könnt euch vorstellen, wie uns die Kiemen schlotterten. Jeder hoffte, dass er mit heilen Gräten davonkommen würde. Und als er dann einen von uns bat, ihm den Rücken zu kratzen, nahmen wir alle Reißaus. Es war ganz offenbar, dass es unsere Hilfe war, die er brauchte. Doch es war keiner mehr da. Nichts ist schlimmer, als wenn's juckt, wo man sich nicht kratzen kann. Aber wer traut sich schon an einen Kopfgeldjäger ran? Oh, hoffentlich ist es jetzt bitte zu Ende. Bitte jetzt einen Song, den wir schon hatten. Mein Kumpel und ich, wir schwammen so rum, gar nicht weit von hier. Und plötzlich schlingerte ein Plastikwurm zwischen ihm und mir. Wir grinsten breit und dachten schon, der macht uns beide satt. Doch dann beschlich mich das Gefühl, dass die Sache einen Haken hat. Ich brüllte Jörn, mach keinen Quatsch und gab ihm zu verstehen. Sieh dir die Augen dieses Wurmes an, die sind viel zu grün. Sieh dir die Augen dieses Wurmes an, die sind viel zu grün. Jetzt bitte etwas, das wir schon hatten, damit wir weiter können. Ich hab ne Gitarristin, Bäuerin, ne Putzfrau und... Hi, Cousine Calico. Oh, hallo, Freddy. Wie geht's, Lukas? Wir sind bereit, dir zu helfen. Wo sind die Schweinefische? Tja, es scheint, als hätten wir da ein kleines Problem. Seht ihr, meine preisgekrönte Schweinefischherde wurde gestohlen. Gestohlen? Was bedeutet das? Jemand ist gekommen und hat sie ohne zu fragen mitgenommen. Das ist nicht richtig. Nein, ist es nicht. Und Schweinefische brauchen besondere Pflege. Ich glaube, sie sind in großer Gefahr. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Hast du die Polizei gerufen? Ich glaube, der Sheriff ist nicht in der Stadt. Und ich muss hier auf der Ranch bleiben, für den Fall, dass die Schweinefische sich befreien können und heimkommen. Ich mache mir richtig große Sorgen um sie. Wir helfen dir, Cousine Calico. Lukas und ich werden die Schweinefische finden und die Fischdiebe fangen. Ja! Danke, ihr beiden. Ihr würdet mir damit einen großen Gefallen tun. So, jetzt wissen wir schon mal, was unsere Aufgabe ist. Ach doch, Mann, das dürfen wir. Felix! Ah, ich spiele so eine Spiele nicht mehr. Ach, wenn das heißt, dass ich immer... Siehst du, Felix, es passiert ja auch was, ohne dass ich irgendetwas anklicken muss. Das reicht doch vollkommen aus. Lass mich doch hier nicht immer sitzen und Stunden damit verschwenden, allen möglichen Scheiß anzuklicken. Hol dir das Spiel doch einfach selber und erforsch doch selber, was es gibt. Das kostet doch immer unnötig Zeit, wenn ich hier jeden Dreck alles anklicken muss. Ist natürlich alles schön gemacht und natürlich auch
toll, dass man so viel anklicken kann, aber Felix, gucke, passiert doch auch, die macht doch auch was, ohne dass wir hier was machen. Oh, der Kaktus, der ist auch heftig. Felix, ey, du raubst mir noch den letzten Nerv, ey. Aber wirklich, was sag ich dir? Okay, so eine Kappe in verschiedenen Farben, die sich hier runterlassen. Das entwickelt sich zu einem richtig aufregenden Urlaub. Diese armen Schweinefische. Hoffentlich bekommen sie genug zu fressen. Wenn ich älter werde als du, werde ich auch größer sein als du? Da müssen wir einfach abwarten, was passiert, schätze ich. Was meinst du, was wir jetzt machen sollten, Freddy? Sehen wir uns nach Spuren um. Okay. Cousine Calico, hast du die Fischdiebe gesehen, die deine Schweinefische gestohlen haben? Nein, aber ihr könntet vielleicht die Leute in der Stadt fragen, ob sie etwas gesehen haben. Haben die Fischdiebe irgendeine Spur hinterlassen? Nein, leider nicht. Tja, keine Sorge, wir werden schon eine Spur finden. Tja, dann wollen wir mal auf in die Stadt und gucken, was uns dort erwartet. Ach, Mann, Felix. Überall in jedes Bild, in das wir schwimmen, gibt es etwas zum Anklicken. Felix, du machst mich wahnsinnig, weißt du das? Gut, hier haben wir noch ein paar Quallen in zwei verschiedenen Farben, die immer denselben Shit machen. Frisst der? What the fuck? Ja, mach dir mal Gedanken über deine Ernährung. Erstmal eine Massage, man gönnt sich ja sonst nichts. Oh. Ja, alles klar. Ich bin stark. Ich bin Humongous. Ich bin Humongous. Alles klar. Oh, was haben wir denn hier? Ah, ja. Sieh mal, Freddy. Ein lila Seeigel. Wir sind reich. Ja, die lila Seeigel sind so gesehen die Währung in diesem Spiel. Naja, es gibt nur ein, zwei Stellen, wo wir das wirklich brauchen. Eigentlich nur eine für zwei Sachen. Wenn überhaupt, kommt drauf an. Es gibt insgesamt vier verschiedene Verläufe, also vier verschiedene Enden für das Spiel und jeder Spieldurchlauf ist immer ein bisschen anders. Von Gegenständen und Sachen, die wir brauchen, mit Leuten, die wir reden müssen und Leuten, die daran schuld sein können. Also egal, wie oft man es spielt, gut, irgendwann kennt man die Abläufe natürlich, aber ich könnte jetzt im weiteren Verlauf wahrscheinlich nicht zu sagen, wer es sein wird oder ist.
Zumindest jetzt nicht. Das ist die Stadt Salzwasserschlucht. Es muss die Stadtmitte sein. Lass uns die Leute hier fragen, ob sie etwas über die Fischstäbe wissen. So, wo gehen wir denn mal als erstes? Jetzt dürfen wir erstmal wieder Sachen hier anklicken, weil es natürlich wieder Sachen zum Anklicken gibt. Gott sei Schrank, hier passiert immer nur dasselbe. Ach, Gott sei Dank. Die Entwickler helfen mir hier tatsächlich. Hier passiert nicht so viel Verschiedenes. Außer hier. Aber hier sind es auch gerade nur drei Sachen. Ah, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir hin? Ach, gehen wir erstmal da lang. Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Komme gleich wieder. Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Komme gleich wieder. Cousine Calico war immer sehr nett zu mir. Ich freue mich, dass wir ihr helfen können, indem wir nach den Schweinefischen suchen. Meinst du, ich sollte meinen Flossen eine andere Farbe geben? Mir gefallen sie so, wie sie sind. Die anderen Fischkinder in der Schule werden staunen, wenn ich ihnen erzähle, dass wir im echten Wilden Westen Fischdiebe gejagt haben. Warte nur ab. Wir werden diesen Fall im Nu gelöst haben. Wir sind das beste Detektivduo im Wilden Westen. Was meinst du, was wir jetzt machen sollten, Freddy? Sehen wir uns nach Spuren um. Okay. Ach, dass man die beiden auch noch anklicken kann. Ich werde hier mehr auf meine Maus rumklicken, als es wahrscheinlich gut für sie ist in diesem Spiel. Kundschaft! Hallo und willkommen bei Nur Schnallen. Ich bin Nelson Torso. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Freddy und das ist Lukas. Und wir helfen meiner Cousine Kelly Kowalla. Fischdiebe haben ihre Schweinefischherde gestohlen. Fischdiebe? Tja, darüber weiß ich gar nichts. Ja, macht euch darüber jetzt keine Gedanken, dass das jetzt so auffällig kam. Das hat nichts mit dem Spielverlauf zu tun. Die benehmen sich immer relativ auffällig, damit man immer gar nicht so drauf kommt, wer es sein könnte. Siehst Felix, die machen alle schon irgendwas, ohne dass ich es anklicken muss. Weißt du, Felix, ich könnte hier wahrscheinlich ein paar Minuten mit einem durch sein oder vielleicht maximal eine Stunde, aber du machst irgendwie 2-3 Stunden draus. Da steht nur Schnallen. Was ist das für ein Riesending? Hä? Oh, das... Das ist ein privates Projekt. Nichts von Bedeutung. Wollen Sie uns ganz bestimmt nichts über das Ding erzählen, das Sie da bauen? Das ist nichts. Vergiss es. Wollen Sie uns ganz bestimmt nichts über das Ding erzählen, das Sie da bauen? Das ist nichts. Vergiss es. Sie verkaufen also nur Schnallen, sonst nichts? Darum heißt der Laden nur Schnallen. Außerdem mache ich sonderangefertigte Schnallen mit Initialen drauf. Trainieren Sie viel? Nein. Schnallen anzufertigen ist eine harte Arbeit. Also brauche ich eigentlich nicht noch zusätzlich zu trainieren. Wissen Sie ganz bestimmt nichts über die Fischstäbe? Vielleicht haben Sie in letzter Zeit irgendetwas Verdächtiges gesehen. Nein, nein, ich habe bestimmt nichts Ungewöhnliches bemerkt. Vielleicht können wir uns irgendwann mal persönliche Schnallen machen lassen. Klar, aber im Moment müssen wir etwas gegen diese Fischstäbe unternehmen. Habt ihr dieses Foto gesehen? Das ist mein Sohn, Halb Nelson. Er war richtig niedlich als Baby. Findet ihr nicht auch? Er hat ihre Unterarme. Hab ich euch das Babybild von meinem Sohn gezeigt? Ja, er ist sehr niedlich. Habt ihr das Babyfoto von meinem Sohn gesehen? Ja, er sieht ihnen sehr ähnlich. Nur kleiner.
Alles klar, weiter gibt's hier nichts zu machen und ich habe das Gefühl, dass ich in den Let's Play hier sehr wenig reden werde. Da es einfach sehr, sehr viel zum Anklicken gibt und zum Anhören. Ich glaube, hier muss ich relativ viel... Mamma mia. Ja, ich glaube, hier muss ich relativ wenig reden. Aber trotzdem werde ich versuchen, viel zu reden. Oder sonst könnte ich hier auch einfach einen Rockfruit draus machen. Wir kümmern uns erstmal, bevor wir mit dem reden, kümmern wir erstmal uns um alles, was anzuklicken geht. Damit das nämlich gleich erledigt ist und damit Felix nicht rummeckern kann. Noch irgendwas? Nein, das war okay. Hallo, ich bin Freddy Fisch und das ist mein bester Freund Lukas. Ich bin Ophelia von der Familie Kalmar und das sind Pat und Apo. Patricius und Apollonius sind meine Enkel. Fischdiebe haben die Schweinefische meiner Cousine gestohlen. Haben Sie irgendetwas Verdächtiges gesehen oder gehört? Fischdiebe? Na, ich glaube, mich tritt ein Seepferdchen. Das ist einfach nicht recht. Ja. Ja. Wissen Sie ganz bestimmt nichts über die Fischdiebe? Ich habe gehört, dass Fischdiebe die Schweinefische der Cousine eines jungen Mädchens hier in der Gegend gestohlen haben. Ich habe sie nicht gesehen, aber wenn ich suchen würde, würde ich im Shake Saloon nachsehen. Ja. Ja. Warum spucken Sie so viel? Es ist mehr die Tinte als alles andere. Schmeckt wie... Naja, sie schmeckt wie Tinte. Ja. Also das sind Ihre Enkel. Also ich weiß ja nicht, wer Muttern und Vatern sind. Aber ich glaube, in dieser Familie, aus denen die beiden entstanden sind, wird, glaube ich, Geschwisterliebe sehr groß geschrieben. Ja. Ich glaube, wir sollten da nicht näher drauf eingehen. Jo, hier sind wir in der Bar, im Shake Saloon, alles klar. Wie geht's, Kinder? Ich bin Stella Salzwasser, Inhaberin und Geschäftsführerin des Shake Saloons. Was kann ich für euch tun? Wir wollten fragen, ob Sie in letzter Zeit Fischdiebe hier in der Gegend gesehen haben. Fischdiebe? Gestern waren ein paar zwielichtige Typen hier. Vielleicht waren das Fischdiebe. Sie saßen an dem Tisch da drüben. Junge, Junge, vielleicht haben Sie eine Spur hinterlassen. Danke. Was führt euch beide denn in die Salzwasserschlucht? Wir besuchen meine Cousine, Calico Waller. Calico Waller ist deine Cousine? Hervorragend. Wie geht's ihr denn so? Naja, ihre Schweinefische wurden gestohlen. Das ist ja furchtbar. Naja, das erklärt, warum du mich nach Fischdieben gefragt hast. Wir wollen sie schnappen und die Schweinefische befreien. Das ist gut. Den Leuten ihre Schweinefische zu stehlen, ist einfach falsch. Ihr könnt euch ruhig im Shake Saloon nach Spuren umsehen, wenn ihr wollt. Ja, alles klar, dann tun wir das mal. Sieh mal, Freddy. Vielleicht ist das eine Spur.
Wir treffen uns bei der nächsten Flut am rostigen Pott. Merk dir diese Zahlenkombination und iss dann diesen Zettel auf. 7, 3, 2. Wetten, dass die Fischdiebe das hinterlassen haben? Ich frage mich, warum sie den Zettel nicht aufgegessen haben, so wie es da steht. Wahrscheinlich schmeckt er nach Papier. Wir behalten ihn. Diese Zahlenkombination ist bestimmt wichtig. Na, das ist ganz gut. Was möchtet ihr, Kinder? Ein Loganbeeren-Shake, bitte. Kommt sofort. Wie ein Pärchen trinken sie zusammen da draußen. Ist das nicht niedlich? Gott, was gibt's noch? Ein Walnuss-Shake, bitte. Einen Shake auf Kosten des Hauses. Der knusprigste Shake, den ich je getrunken habe. Er würde vielleicht ohne Schalen besser schmecken. Oh Gott, an sich hätte ich jetzt gesagt, oh, Walnuss-Shake, ja. Wenn es die Schalen der Walnüsse sind, naja, denn... Was gibt's noch? Ein Orangenschalen-Shake, bitte. Oh Gott. Wird gemacht. Kommt mal auf sowas. Jo, der scheint ja sogar recht gut gewesen zu sein. Ein Korallenshake, bitte. Ach Gott. Einen Shake auf Kosten des Hauses. Koralle. Ah, wir haben noch erwischt. Alles klar, anstatt uns hier weiter voll zu saufen, dass man hier noch Sachen anklicken kann. Hier noch irgendwas? Ja. Noch was? Ach ja, das Ding. Das werden wir uns noch angucken, aber definitiv nicht jetzt, weil... Das kann einige Minuten dauern, sogar noch länger wahrscheinlich als bei den Songs. Und, oh, darauf hatte ich jetzt überhaupt keine Lust und werde das jetzt auch nicht machen. Wir kommen später sowieso nochmal hierher und dann machen wir das, wenn wir später hierher kommen. Also hierher zurückkehren, dann tun wir das. Mal gucken, sprechen wir mal mit dem netten Herrn hier. Hallo! Ich bin Freddy und das ist mein Kumpel Lukas. Na hallo, Achtfingerphil, Doktor der Pianologie, zu euren Diensten. Stella hinter dem Tresen sagte, dass sie gestern ein paar verdächtig aussehende Kerle hier drin gesehen hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Wir glauben, es waren vielleicht Fischdiebe. Fischdiebe? Nein, davon weiß ich überhaupt nichts. Ich kenne mich am Klavier aus, aber das ist so ungefähr alles. Tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Macht nichts. Danke trotzdem. Herr Achtfinger, könnte ich lernen, so Klavier zu spielen wie Sie? Aber sicher könntest du das. Wisst ihr, ihr erinnert mich an zwei von meinen eigenen 17 Kindern. Tatsächlich? Wie lauten ihre Namen? 4 und 11. Wenn man 17 Kinder hat, kann man es sich so leichter merken. Ah, okay, das macht Sinn. Sie spielen sehr gut Klavier. Vielen Dank, kleine Dame.
Spielen Sie auch Wunschtitel? Klar, was möchtest du hören? Oder lieber Augustin? Kommt sofort. Also ich bin ja kein Experte, was Musik angeht, aber ich glaube nicht, dass das Odo lieber Augustin ist. Ja, hallo, ich bin's. Hör zu, ich möchte mit dir über diesen Zettel sprechen. Hier sind die aus Familienliebe Geschwisterliebe entstandenen Trottel. Gut, das hätten wir geklärt, dann gehen wir mal hier lang. Da kommen wir noch nicht weiter. Auf und davon!